Willkommen zurück zu Hitman Absolution, dem Spiel, wo ich ja nicht keine Ahnung habe, ob es überhaupt irgendeine Story hat. Und bis jetzt funktioniert das mit den Stealth-Spielen super bei mir. Kante? Aha. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bring sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Aha, das ist ja interessant. Ernsthaft? Das kann... Sind Sie sicher? Das ist ein kräftiger Typ. Ein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Ja, Doc, ich muss los. Die Pflicht ruft. Danke. Warum hat der ein Headset? Ihnen auch einen schönen Tag. Na gut, das Headset ist ja wahrscheinlich für die lokale Kommunikation. So, jetzt hör doch mal auf zu telefonieren, Freund Blase hier. Mann. Ach, verdammt, ich... Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. So, kann ich den Typen da ohne Prostatakrebs, mal eben, vielleicht nur erwürgen? Weil ich möchte nicht unbedingt erdrosseln, das ist... Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Stoßen? Der arme Mann, ich will ihn nicht umbringen! Der hat gerade den Krebs... Der hat gerade den Krebs überlebt! Also, der hatte nie einen, aber... Der arme Mann! Das tut mir jetzt echt total leid. Also, wirklich, das ist so... Ich sollte vielleicht mal... Was habe ich denn überhaupt gerade zum Werfen? Na, ein Buch. Na, das ist zack. Ein Buch. Der Mann, der tut mir wirklich leid, das ist der Ding. Vor allem gerade sagt er, aus den Tachy kann mir keiner verderben und jetzt sowas. Achso, warte mal, ich bin auch ein bisschen doof, fällt mir gerade so ein. Ich sollte mich vielleicht mal kurz ein bisschen verkleiden. Und danach sollte ich hier vielleicht Freund Blas nochmal kurz über die Brüstung schmeißen. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Ja. Das Schöne ist auch, dass die Anwesenwachen ja sowieso bewaffnet sind von sich aus. Ich bräuchte eine Verkleidung, die einzigartig ist, sodass andere Leute mich nicht erkennen. Zum Beispiel wie Koch müsste ich sein oder sowas. Dum. Mal guck mal, ein Laptop. Mitnehmen. Für das Budget. Und die Koffer, die hier rumstehen, sehen irgendwie ganz schön taktisch aus. Das ist ganz schön viele Koffer. Oder das sieht mir irgendwie aus wie... Also das Sicherheitszentrum hier sieht sehr, sehr improvisiert aus. Aber das kann 47 einfach so einfach... Oh, was haben wir hier Schönes? Lass auch mal an. Ah, ich hätte ihn gar nicht töten müssen. Ich hätte auch hier eine Verkleidung finden können. Naja gut, so viel dazu. Was haben wir hier noch? Oh, Beweise? Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Aha. Ja gut, also das ist, wenn ich mich einfach durchmörder, dann kriege ich auch einen Instinktpunkt. Oh, guck mal hier. Ist das ein Waffenschrank? Ja, das sieht aus wie ein Waffenschrank, aber mit jeder Menge Waffen drin, die ich nicht unbedingt gebrauchen kann. Da ist ja alles noch das Tutorial, ne? Da ist ja alles, ist noch alles locker und fleißig hier. Oh, ruckel, Spiel. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Ja, Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Ruckel, Frame-Einbrüche. Ja, ich würde. Was? Gnomlied? Ach so. Nach einer Teambesprechung im Wohnzimmer. Beeilen wir uns lieber. Der Boss wiederholt sich nicht gerne. Ich glaube, der Gnom hat das auch gespielt und deswegen steht der gerade da. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Dum. Burnwood ist oben unter der Dusche? Was haben wir hier? Kann ich das nicht mitnehmen? Oh. Bewacher bestimmen. Niemand. Ich wiederhole, niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eines Der Uniform stimmt doch was nicht. Was? Das ist eine Einser. Achso, hier. Ich glaube, den Typen da möchte ich rausnehmen. Der stört mich ein bisschen. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum.
Mann. Sie ist höflich, aber ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einer Anwesenwache. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Hey, die Leute sind ganz schön gut gepanzert, oder? Ich kann nicht mehr immer sterben. Was? Panzer? Die Leute suchen halt. Okay, ich bring doch den Korum halt das Gefühl. Das ist. Also sehr interessant, dass ich immer noch die Stimme komme. Ich dachte, ab jetzt wäre vorbei. Hm, was? Also wir bringen den Korum. Eine Anwesenwache ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um sie auszutricksen und zu entkommen. Das kann ich so einfach machen. Ich werde die geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Achso, man kann den. Ach so, man kann den noch normal wegrennen. Das ist interessant. Ja, okay, ich bringe am besten erstmal oben den Mann um. Das ist. Den Typen oben umzubringen, war, glaube ich, so erstmal das Einfachste. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Das Mädchen ist bis auf Weiteres in seinem Zimmer. Für alle, die den Ablauf noch. Ja, ich glaube, stoßen ist ein bisschen auffällig, oder? Der arme Mann, der hat so lange hat das geleistet und jetzt auf einmal. Wo stecke ich ihn denn am besten? Ach hier. Gut, dass die Leute hier so einen riesengroßen Badekorb haben. So, ich habe minus 150 Punkte gekriegt dafür, dass ich jemanden umgebracht habe. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Schlaftabletten, das kann ich mit denen machen. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Achso, das hat mir wahrscheinlich gerade der Pluspunkt gefunden, gebracht, dass ich die Schlaftabletten gefunden habe. Das Problem ist aber bloß. Kaum. Sie ist höflich, aber total in sich gekehrt. Sitzt nur da und starrt Löcher in die Luft. Scheint einiges mitgemacht zu haben. So, hier durch den Hauptraum komme ich dann 1000 Jahre nicht gerannt, oder? Oder? Wie gesagt, ich möchte eigentlich immer noch den Koch umbringen. Achso, er hat die Schlüsselkarte. Ich wage mal was und renn mal durch den Hauptraum. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Oh. Ach, guck mal, die Wache ist weg. Na bitte, dann können wir jetzt ja einen Koch rauszunehmen. Ist ein Lebensmittelvergiftung? Okay, das können wir mal machen. Warum ist das so ein Risikodingsbums dran? Sieht das der Koch? So, und jetzt? Auftrag erfüllt oder was? Oh, warte ich jetzt einfach ab, bis die Leute das essen. Suchen den Schränken nach Terroristen. Radio benutzen? Schalten Sie ein Radio ein, um Gegner abzulenken. Ja. Was? Warum wurde ich denn entdeckt? Von wem denn? Was? Ach so, der hat mich entdeckt beim Radio anmachen. Das war das Problem. Na gut, dann, egal, ich hab den ersten Hilfekasten durch. Ja, das ist minus 1500 Punkte, alleine später. Vor allem für das Wachumbringen, das hat nur minus 150 Punkte gebracht. Besondere Würze. Minus 160 Punkte. Ich weiß zwar nicht, warum der gute Mann gerade schon wieder auseinandergefallen ist, aber wir verkleiden uns mal eben als Koch. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. Achso, ich könnte sogar als Dingsächsiger Wachen verkleiden tragen. Na gut, dann rennen wir mal ein bisschen umher und schauen uns mal um. Ich bin der Koch und ich habe das Essen schon vergiftet. Ich weiß übrigens nicht so unbedingt, warum zur Hölle ich die Wache eigentlich vergiftet habe. Das erschien mir irgendwie sehr. Also, das weiß ich nicht, irgendwie, das ist. Achso, so ein Schrank ist das. Sie gut sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Ja, danke, das wusste ich aber schon. Hier sieht ihr recht zu aus. Und ich kenne ja jetzt Koch einfach durch die Landschaft laufen. Wurde der Truck auf Sprengstoff untersucht? Alter, der Typ ist richtig nervös, oder? Dafür ab und checken Sie die Schuhe. Vielleicht hatte der Fahrer einen Unfall. Over. Dabei sieht mich keiner, wie ich hier schön den Kaffee vergifte. So, trinkt der Super Security in seinen schwarzen Klamotten an, die ab und zu mal. Neuer Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert?
Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Jawohl! Wir sollten einen Klavierstimmer herbestellen. Oh, ein Klavierstimmer, da kenne ich mich aus. Sodbrennen. Die letzte Tasse war wohl zu viel. Haltet die Augen offen, Jungs. Ich muss dringend was mit der Security am Tor besprechen. Aha, muss er das? Dum, 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 ich bin der Koch. Ich bin der Koch. Ich bin der Koch. Nein. Fuck! Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Shit. Die Gegner suchen nach einem Koch. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Ja. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu gierig. Na gut, das versuchen wir gleich nochmal. Ach, das ist es ja. Na gut, das war anscheinend ein bisschen too much. Ah, das funktioniert ganz gut. Das haben wir schon mal rausgefunden. Der Boss wiederholt sich nicht gerne. Siehst du, was ist denn da oben? Da oben war, glaube ich, nur eine Sackgasse. Den habe ich noch gar nicht umgebracht. Na gut, dann bleibt er jetzt auch am Leben. Ich meine zwar, ich habe den schon umgebracht, aber... Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Weil der Typ da oben scheint ja nicht besonders interessant zu sein. Warte mal hier, die Schlaftabletten brauche ich jetzt aber noch, oder? Habe ich die schon? Ah, die Schlaftabletten habe ich schon? Nee, ist nur der Safe Game. Ja gut, dann habe ich die Schlaftabletten schon. Huh. Na gut. Ja, niemand verlässt sich von, ist schon klar. Ja, machen wir das so. Alter, der Secret Service Typ da unten, oder was auch immer er eigentlich ist. Also zumindest nimmt er sich... Warum ist er wichtig mit seinen Sicherheitsdingsbums hier? Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Hab ich. Dumm, 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 dumm. So, geht der bitte mal weg, der gute Mann da hinten? Ich meine, er blieb ja vorhin noch... Gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Kaum. Sie ist höflich, aber total in sich gekehrt. Haut er bald mal ab? Vorhin ist er doch auch abgehauen, oder nicht? Ich muss den Koch umbringen. Alter, das führt ja keinen Weg daran vorbei, den Koch umzubringen, deswegen. Na? Na? Weil wenn ich den einfach mit der Scheidepistole... Warum war der eigentlich vorhin weg? Vorhin gab's den nicht, den komischen Typen. Oh, kann ich mich hier unauffällig reinschleichen? Mir kannst du's doch sagen. Meine Lippen sind... Meine Rumschleicht ist in meiner Meinung nach noch verdächtiger als alles andere. Ah, der Koch erklärt was. Schön. Kann ich hier nicht mal ein bisschen wachenmäßiger aussehen? So zum Beispiel. Verdammt, ich kann mich einfach nicht... Aha, jetzt bin ich eine super 1er Wache. Sieht zwar ein bisschen finster aus, aber so. Nee, das lehre ich nicht. Dum, 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 dum. Haut jetzt ab. Na? Weil letztes Mal ist er ja auch abgehauen, man macht dann jetzt nicht. Oh, das ist dafür zwingend, davor ich das oben die... Ach, jetzt schickt dann raus. Raus, raus, raus. Ja, es kostet ja alles Zeit, und das ist ja alles... Das ist, ne? Haut ihr jetzt ab? Jawohl. Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Dummkopf. Sacre bleu. Sacre bleu, in der Tat. Ich weiß übrigens nicht, ob das so Pluspunkte bringt, wenn ich einfach die Lebensmittel nur vergifte. Das scheint mir irgendwie... Dum, 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 dum. Müsste irgendwie so eine Musik geben... Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Müsste irgendwie eine Funktion geben, dass man Zeit schneller vergehen lassen kann, gerade in solchen Situationen. Na komm, kostet was von deiner Suppe. Vor allem, was für ein starkes Gift habe ich denn da bitte schon gefunden? Komisch. Das Aroma ist irgendwie anders. Habe ich zu viel Muskat rein? Nein, es ist nur ein Unterton, nur im Abgang. Das ist was anderes. Habe ich etwa einen, wie sagt man, Fehler gemacht? Ach, nein, nein, das ist unmöglich. Okay, ich muss denselben Weg zurück. Mal sehen. Dämpft da jemand das Licht? Ah, Ruhigstellung. Na gut, der ist nur bewusstlos. Ist ja schön. Aber dann hat er sich hingesetzt. So, und jetzt darf mich bloß noch keiner sehen. Und dann... Dum, 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 dum. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. Ich frage mich ja, ob... das...
Vor allem, das bringt ja auch. Leiche ist jetzt versteckt. Leiche? Heißt noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Ich dachte, der gute Mann wurde nur ruhig gestellt. Niemand hat etwas von einer Leiche gesagt. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Regeln Sie das. So, dann gucken wir nochmal. Diesmal sollte der Plan ja nicht deutlich besser funktionieren, wenn ich nicht so eilig wäre. Also man muss da diesem Spiel echt sich ein bisschen Geduld haben, dass es sich entwickeln lassen. Ich denke mal, ich werde dafür doch das ein oder andere Mal ziemlich böse irgendwie irgendwelche Fallen laufen, weil er trägt eine Sonnenbrille indoor. Lange die Technologie nicht so weit ist, dass man so eine... Von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. Warum? Falls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. Was wissen wir über sie? Oh. So gut wie gar nichts. Nicht mal der Boss, glaube ich. Ich habe neulich einen Blick auf die Akten geworfen, als ich Dienst hatte. Die hatten ein Totenkopf-Logo und drunter stand... Dringend was mit der Security am Tor besprechen. Dringend, ja, ja. Was der andere Typ noch da, der hier im Nebenraum war? Oder ist der auch weg? Will der hier auf Klo? Der ist ja... Der ist ja eigentlich in die Richtung gegangen, oder? Beim letzten Mal kam er ja auch hier rum, oder? Wo war er denn hin? Scheiße. Dumm, dumm. Wo ist der denn hier hingelaufen? Also was hat der denn... Was? Nicht Ziel Todesfall? Achso, ich hätte ihn wahrscheinlich beklauen können, oder? Nicht Ziel Todesfall. Ja. Leiche versteckt. Achso, Leiche verstecken bringt auch wieder 100... bringt wieder Pluspunkte. Ach, das ist ja schön. Einsatz hier für NO. Okay, na gut, dann sind ja minus 100 Punkte doch gar kein Problem. Ja, das ist ja Zugang für den ersten Stock finden. Ja, das ist nicht so schwierig, die habe ich schon gefunden. Dumm, dumm, dumm. Möchte vielleicht noch irgendjemand was zum Essen essen? Hätte ich meine Zielperson... Verdammt guter Kaffee. Hätte ich meine Zielperson nicht einfach so umbringen können mit dem vergifteten Essen? Na ja, gut, anders hätte es wahrscheinlich mal vorgekostet, oder? Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste... Warte, Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis... Ja, ja, ja. Was haben wir denn hier? Ruhigstellen 170. Nicht-Ziel Todesfall. Ziviler Todesfall. Ziel Kill. Mhm. Lautloser Kill 501. Achso, das bringt aber. Achso, das gleicht sich mal wieder auswendig, Leute. Ja, gut. Ein globaler. Aha. Das sind die besten. So viel Punkte hat hier einer gekriegt in den Ding hier. Das ist ja krass. Herausforderung, ein persönlicher Auftrag. Beweis sammeln. Achso, ich könnte noch einen Beweis finden. Auf einfach nicht verfügbar. Was? Ich spiele auch nicht auf einfach, Freunde. Freischaltung. Jalousien öffnen? Das bringt Punkte? Tja. Achso, ich soll Waffen. Nicht der Zielperson. Waffenhandling 1, Heuschein. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Warum lacht er das andauernd? Wenn sie abdrücken. Wir sind doch Profikiller, wir machen sowas von alleine, aber egal. Wir sind auch noch Profikiller in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Hitman Absolution. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, es gefällt. Genau, schreibt doch mal in die Kommentare, ob das so gefällt, das Elend, was ich hier mache. Ich bin mir bei diesem Spiel nicht ganz sicher, ob das so das super Zuschauerspiel ist. Na gut, wieder mal sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.